Man ist aus irgendeinem Grund zunächst mal hingegangen, weil da irgendwas in der Atmosphäre vibriert, was einen dazu bewegt, dahin zu gehen. Man könnte ja auch ein paar Kilometer weiterfahren nach Mönchengladbach, da sieht man Bundesliga. Aber nein, man geht dann zu Aachen gegen Wiedenbrück. Also warum? Darum. Das ganze Spiel hat so einen Sensations-Odeur-Geruch gehabt, die ganze Zeit. Die Fans sind abgegangen, die Mannschaft war komplett euphorisiert. Uns war relativ schon vor der Führung klar, dass hier ein Wunder drin ist. Deshalb wäre es umso schöner, wenn wenigstens mal dritte Liga wäre für alle Mann. Das würde mich freuen, weil da wieder mal ein Name ist, der klangvoll ist, der auch Zuschauer erzieht, der auch auswärts Zuschauer erzieht. Das wäre ganz schön. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Never Talk Alone, dem Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung. Ich bin Pierre Dickmanns. Und ich bin Peter Engels. Schönen guten Abend aus Aachen. Dem schließe ich mich an. Der erste Spieltag in 2024 ist schon wieder Geschichte. Die Alemannia ist trotz einiger Turbulenzen in der letzten Woche sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet und hat, ich glaube, das kann man sagen, da weitergemacht, wo man im Dezember aufgehört hat. Jetzt am Samstag gegen Oberhausen dürfte es richtig voll werden auf dem Tivoli. Ich habe gerade eben mal schon geschaut, knapp 15.000 Karten sind jetzt schon weg. Wir wollen aber vorher nochmal zurückblicken. Und weil euch die Folge zum Pokalsieg gegen die Bayern vor ziemlich genau 20 Jahren so gut gefallen hat, werfen wir auch heute nochmal einen Blick auf den Abend des 4. Februar 2004. Und für diejenigen, die schon den Titel der Folge gelesen haben, ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, der uns seine ganz eigene Sicht auf das Spiel schildern wird. Herzlich willkommen, Bela Reti. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend nach Aachen. Ich kann mich erinnern an dieses Spiel, damals am alten Tivoli. Das hoffen wir. Ja, das ist doch schon mal eine Sensation ganz damals. Gute Grundvoraussetzung. Also, geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's prima, ja. Also, der Alemannia geht's auch gut. Also, mir geht's, ich bin jetzt seit mehr als einem Jahr in Rente ist so ein hässliches Wort, also in Pension. Mhm. Ja. Im Unruhestand? In Unruhestand, mache alles Mögliche, unter anderem ganz viele Podcasts. Nächste Woche mache ich was mit Darmstadt 98, aber das beißt euch ja im Moment nicht in der Liga. Und also beim Thema Alemannia Aachen, als sie mich da angefragt hat, hatte ich so eine Assoziation. Ich bin ja gar nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Brasilien. Und bin 1967 hierher ins Rhein-Main-Gebiet und als fußballbeklopptes Kind guckt man sich erstmal irgendwelche Tabellen an von dem Land, wo man sich gerade befindet. Und da gab es eine Tabelle der Bundesliga und auf Platz 2 stand Alemannia Aachen. In dem Jahr wurden sie, glaube ich, auch irgendwann mal Vizemeister, 67, 68, so in der Gegend. Mhm. Und das war meine erste Begegnung mit den Schwarz-Gelben. Erwin Hermandung war, glaube ich, dabei und solche Leute. Peter Kapellmann auch, also Klostermann, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das, also wir kannten in Südamerika ja nur die deutsche Nationalmannschaft, weil die ja vorher im WM-Finale stand in Wembley, mit so großen Namen wie Franz Beckenbauer und Wolfgang Overath und so. Und dann war Alemannia Aachen plötzlich auf dem Tablett, ja. Und irgendwann wurde ich auch Reporter, ne? Ich glaube, man merkt jetzt schon, dass wir mit einem Medienprofi zusammenarbeiten. Sie haben jetzt, glaube ich, schon die ersten 10 Fragen schon direkt im Allem beantwortet. Aber das ist super. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie ja eigentlich gar nicht in Deutschland geboren sind. Ich finde es ganz spannend, trotzdem mal kurz auf Ihren Werdegang zu gucken. Auch, ich glaube, lange Einleitung können wir uns bei Ihnen sparen. Der Name Bela Reti sagt wahrscheinlich jedem, der zumindest so weit gekommen ist, einen Fußball-Podcast einzuschalten, irgendwas. Und vielleicht können Sie es nochmal erzählen. Sie haben ja gerade angesprochen, geboren sind Sie in Wien, aber aufgewachsen in Brasilien. Dann später nach Mainz zurückgekommen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie eigentlich angefangen als freier Mitarbeiter im Archiv des ZDF. Wie also kommt man dazu, dann zu so einer bedeutenden Persönlichkeit des Fußballs zu werden? Erzählen Sie mal. Natürlich, manchmal braucht man auch Glück und man muss im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Das Archiv hat schon geholfen dahingehend, dass ich im Sportarchiv unter anderem war und am Wochenende waren die Sendungen noch in Wiesbaden, in diesem alten Studio mit so Backsteinmauern. Da haben die großen Stars ihre Auftritte gehabt. Dort haben wir wie Björn Borg oder Muhammad Ali. Das war eine Institution.
Und Beckenbauer war häufig da. Und die großen Koryphäen, es gab ja damals nur zwei Sender, also überregional, ARD und ZDF. Und wer dort moderiert hat, wer moderieren durfte, das waren ja so richtige Megastars damals. Das war ja, heute ist es ein bisschen austauschbarer, weil wir so viele Sender haben. Und alleine mit diesen Menschen in Berührung zu geraten, als langhaariger junger Student mit einer Nickelbrille, war schon ein kleiner Ritterschlag. Also Harry Valerian, den Älteren würde das mal sagen, Dieter Kürten, Hans-Joachim Friedrichs, das waren so die großen Helden dort. Und wenn die irgendeine Information brauchten, inhaltlicher Art, da kamen sie eben zwei Zimmer weiter ins Archiv und da saß der Wähler und hat viele Fragen einfach auch aus dem Kopf beantwortet, ohne überhaupt nachschauen zu müssen. Das hat offensichtlich Respekt eingeflößt bei den Menschen. Und bis ich dann, ist immer ganz gut, wenn man nicht selber an der Tür kratzt, sondern mal gefragt wird, ob man Interesse hätte. Und da bin ich gefragt worden von solchen Leuten, von solcher Bedeutung, wie die gerade geschilderten, ob ich ein Praktikum machen wolle. Und da habe ich gesagt, na klar. Und ich war ja parallel Student und Archiv und Taxifahrer hier im Rhein-Main-Gebiet. Also ich habe alles Mögliche gemacht. So, das war eine typische Laufbahn damals, der 60er, 70er Jahre. Heute geht ja alles gar nicht mehr ohne abgeschlossenes Studium und so. Die können ja gar nicht mehr jobben nebenbei, die Studenten, weil die einfach keine Zeit mehr haben, weil das so durchstrukturiert ist. Wir haben uns damals so die Quereinstiege immer wieder geleistet. Ja, und auf einmal war ich Praktikant beim ZDF und da war Sommer und da waren viele Leute waren in Urlaub und dann durfte ich schon erste Beiträge machen. Dann haben sie die Praktikumszeit um weitere 6 Wochen verlängert. Hans-Joachim Friedrichs war der Chef, der ist später zu den Tagesthemen gegangen und hat mich dann gefragt, ob ich als Freier weiterarbeiten möchte. Ich sollte meinen hessischen Dialekt ein bisschen zügeln und die Stimme sei sonst gut. Und das war so der Einstieg. Und dann, ich glaube, 92, also Live-Reporter für andere Sportarten war ich schon früher, aber gezählt hat ja im Grunde genommen, also für mich als Fußballbekloppter Ungar, Brasilianer eben der Fußball. Also ich habe DTM gemacht und Wasserball und was weiß ich alles, aber der Fußball war das dann 92 auf dem Tablett. Supercup im Niedersachsenstadion, deutscher Meister war Stuttgart mit Daum, Supercup und Hannover war Pokalsieger. Das war mein erstes Profispiel als Reporter. Mhm. Ist das bis heute so, dass der Fußball Ihre Leidenschaft ist bei all den Sportarten? Ich glaube ja, weil du kannst diesen Beruf nicht abwickeln wie ein Beamter oder wie also routinemäßig. Wer keine Emotion und keine Liebe zu dieser Sportart hat, der sollte das nicht tun. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung und die kann man sich auch nicht einfach abtrainieren, weil nur weil man jetzt in Pension ist, man verlässt ja seine Freunde auch nicht deshalb, weil sie in einer anderen Stadt leben. Oder klar, das ist immer noch. Ich gucke, sag mal, der einzige Unterschied zu früher ist der, dass ich keine privaten Termine mal verschiebe wegen eines Fußballspiels. Also das habe ich früher ständig gemacht. Das musste ich auch beruflich tun, um up to date zu bleiben. Wobei, sagen wir so, jetzt am Samstag habe ich eine Einladung, da spielt Leverkusen gegen Bayern München. Da geht Fußball vor. Mhm. Das Spiel muss man sehen. Aachen gegen Oberhausen, habe ich jetzt auch, das ist Tabellenführer jetzt, ne? Ja. Und gleich mit Bocholt, habe ich geguckt. Ja. Mhm. Okay. Ganz gute Stimmung gerade bei der Alemannia und hier in Aachen und Umgebung. Ja, das würde mich total freuen, wenn so eine Mannschaft wieder hochkommt, wie die auch. Alemannia, aber auch wie Oberhausen oder auch wie Watten. Ich war ja früher in meiner Jugend als Reporter, für Sportstudio war ich ja bei Alemannia Aachen, war da nicht mehr zumindest eine Zeit lang nicht in der ersten Liga. Und ich war ganz häufig in Wattenscheid und in Uerdingen und bei solchen Clubs, da kannte mich jeder Schäferhund. Und das war total schön. VfL Bochum war ich auch viel und die sind inzwischen ja wieder da. Mhm. Und dann habe ich offenbar qualitativ überzeugt und musste dann große Mannschaften machen, Dortmund, Bayern. Aber ich wäre lieber eigentlich am Anfang noch ein paar Jahre länger, auch wegen der Bratwurst, so in Wattenscheid und in solchen Gegenden geblieben. Das fand ich viel schöner und ursprünglicher. Schmeckt in Aachen auch gut. Ja, klar. Also wir sprechen gleich sicher noch über die Alemannia im Detail und auch nochmal, wie Sie den Fußball und die Entwicklung so im Allgemeinen sehen, weil da hat sich ja schon was verändert in den letzten Jahren auch, kann man sagen. Kommen wir zuerst mal zu ein paar persönlichen Fragen. Wir wollen den Podcast jetzt nicht kleiner machen, als er ist, aber wir unterstellen jetzt einfach mal, dass Sie vielleicht nicht regelmäßig reinhören oder bis jetzt nicht reingehört haben.
auch wenn wir Ihnen das natürlich dringend ans Herz legen wollen. Und wir starten auch unsere Gespräche mit Spielern, mit Gästen gerne mal mit einem kurzen Fragenhagel, so eine Art Schnellfragerunde, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Sind Sie bereit, Herr Reti? Ja, Start klar. Super, dann mit der Bitte um kurze Antworten. Mainz oder Wien? Mainz. Alemannia ist für Sie? Tradition pur, der alte Tivoli ist für mich die alte Alemannia, eher als der neue. Aber es liegt an meinem Alter. Ja, da sind Sie ja nicht der Einzige, der das sagt. Was verbinden Sie mit Aachen? Eine frühere Spitzenmannschaft der 60er Jahre. Welche Eigenschaft an sich mögen Sie? Meine Gelassenheit. Und welche nicht? Meine Unpünktlichkeit. Und dass ich alles auf den letzten Drücker mache, weil ich eben so gelassen bin. Haben wir heute Abend nichts von bemerkt. Sie waren sehr pünktlich. Okay, ich bessere mich auch. Je älter, je older, je doller. Lifelong learning. Genau. Was ist der größte Fehler, der Ihnen bei einer Live-Übertragung schon mal passiert ist? In einer Zeit, als es noch kein passives Abseits gab, oder beziehungsweise andersrum, als es ein passives Abseits gab, aber alles gewertet wurde, auch wenn man nicht in ein Spiel eingriff, habe ich ein Tor der Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel abgefeiert, 3 Minuten lang von Andi Möller. Gucke auf die Zeitlupe, feiere das Tor nochmal und gucke dann nochmal hoch und es gibt Abstoß. Tja, unten rechts stand einer Abseits, aber die Regel ist ja zum Glück geändert worden. Aber das war in Abu Dhabi. Okay, ja, ist aber menschlich. War nicht schlimm. Okay, haben Sie ein Guilty Pleasure? Ein was? Ein Guilty Pleasure, vielleicht etwas, was Sie gern machen, was Ihnen aber vielleicht ein bisschen peinlich ist. Irgendwie Schlager heimlich mitsingen im Auto oder sowas. Ja, nee, also die größte Laste ist das Rauchen. Und ich versuche seit 2 Tagen übrigens, bin ich clean, versuche das aufzuhören. Weil, und im Beruf hätte ich das nie geschafft, das ist eine exklusive Information für alle jetzt. Ja, wir drücken Ihnen die Daumen, das ist sehr gut. Genau. Wo oder wie können Sie am besten abschalten? Normalerweise bei einem sehr guten Glas Rotwein und bei einem Buch. Beim Fußball gehen mir die Emotionen dann zu sehr durch. Also schon weg von meiner eigentlichen Leidenschaft, schon mit Literatur und korrespondierenden Getränken. Was lesen Sie gern? Ich lese kreuz und quer, also ich lese Kriminalromane, ich lese auch Biografien. Zurzeit beschäftige ich mich mit Franz Kafka, weil ich bin drauf gestoßen, bin 100 Jahre. Kafka ist auch gerade verfilmt worden, also kreuz und quer durch den Garten. Sag mal so, diese ganze einfache Unterhaltungsliteratur, wenige, aber auch historische Romane gerne, so wie Ken Follett und sowas. Also da gibt es keine Festlegung. Was hören Sie gerne im Auto oder auf längeren Fahrten? Früher habe ich meine eigene Playlist abgespielt, aber dann habe ich die schon zu oft gehört. Ich lasse mich überraschen. Ich suche immer wieder nach irgendwelchen Sendern, Oldies oder Jazz-Musik vor allem und lasse Radio laufen. Auch mit Hörbüchern habe ich es probiert, aber da habe ich regelmäßig irgendwelche Autobahnausfahrten verpasst. Das lassen wir jetzt. Also dem Zufallsprinzip der Radiosender der Region, wo ich gerade mich aufhalte. Das kenne ich auch, dass man dann so gespannt zuhört, dass man fast die Abfahrt verpasst. Genau. Was könnte der prominenteste Name in Ihren Kontakten sein? Mit einem weinenden Auge, Franz Beckenbauer, mit dem ich noch vor einem Jahr telefonisch in Kontakt hatte. Das ist sicherlich der prominenteste, auch wenn er jetzt uns von oben zuschaut. Vervollständigen Sie doch bitte mal folgenden Satz. Der Fußball in Europa entwickelt sich? Sportlich in eine positive, wirtschaftlich in eine desolate Richtung. Darauf kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. gibt es Dinge oder auch gesellschaftliche Entwicklungen, die Ihnen Sorge machen, allgemein? Ich bin unglaublich froh, dass Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind, jetzt in diesen Tagen, um gegen diese zunehmenden rechtsradikalen Tendenzen vorzugehen, dass diese 23-24% Umfragewerte der AfD haben mir als politisch interessierten, historisch interessierten Menschen große, große Sorgen bereitet, weil sowas hatten wir schon vor 70, 80 Jahren und es begann nicht alles mit dem Horror, es begann damals ähnlich mit solchen Tendenzen und da sind 24% einfach viel zu viel und dass Millionen von Menschen dagegen aufstehen, das hat mich richtig glücklich gemacht. Mhm.
Was unterscheidet Sie und Ihre Arbeit von heutigen Kolleginnen und Kollegen? Oh, das ist schwer zu sagen, weil war Beethoven besser oder die Beatles? Weißt du? Also das ist schwierig. Also die Sprache hat sich verändert, allerdings auch die Geschwindigkeit des Sports. Also wir konnten uns narrative Elemente noch ein bisschen ableiten, viel Hintergrund erzählen. Uns war die deutsche Sprache allerdings auch sehr, sehr wichtig. Auch die wurde auch stark eingefordert von unseren Vorgesetzten. Ich glaube, mit der wird etwas oberflächlicher umgegangen heute. Ich will meine Kollegen jetzt nicht kritisieren, aber das ist der Zeitgeist fordert auch ein gewisses Tempo, eine gewisse, bisschen weniger Tiefgang. Das ist aber auch ein insgesamtes Zeichen für die mediale Entwicklung. Mhm. Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Sie sehr gerne hören? Ja, sage ich aber jetzt nicht, weil ich über Kollegen generell Namen, die ich nicht nenne. Ich nenne auch keine, die ich nicht gerne höre. Gibt es ein Spiel, das Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Was ich selbst kommentiert habe? Mhm. Ich habe etwa 400 Live-Spiele gemacht. Also das möglicherweise das beeindruckendste für mich persönlich, emotionalste, war mein erstes Endspiel. Das war 96, die EM mit dem Golden Goal von Bierhoff in Wembley gegen die Tschechien, als mein Laptop abgestürzt ist und ich von einem Pizzakarton kommentiert habe mit ein paar Angaben, die ich vor dem Spiel kurz notiert habe. Das beste Spiel allerdings war eins ohne deutsche Beteiligung. Das war 2001, das UEFA-Cup-Finale. Das wissen die wenigsten noch, dass es das gab. 2001 in Dortmund. Der FC Liverpool spielte gegen einen kleinen spanischen Club, Deportivo Alaves aus Vitoria, aus dem Baskenland. Das ging 6-5 aus durch Golden Goal, durch Golden Eigengoal. Also ein Eigentor des, keine Ahnung, das war der Sechser von Alaves, das weiß ich noch. Das war das sensationellste Spiel und der Abend hinterher an der Bar mit Liverpool-Fans, You Never Walk Alone singend in einem Dortmunder Hotel. Das ist Fußball pur, wie ich ihn mag. Toll. Das Spiel war ein Hammer. Sehr schön. Haben Sie ein Lieblingsgericht oder eine Lieblingsküche? Also meine Mama ist vor gutem Jahr verstorben. Ihr Paprikahuhn und ihre ungarische Gulaischsuppe, die versuchen einige nachzukochen inzwischen und auch an Weihnachten ihre Vanillekipferl. Also eher die ungarische Seite meiner Biografie. Die ist jetzt nicht immer vernünftig, aber saulecker. Kennen Sie Mukalicza? Ist das auch ein ungarisches Gericht? Ich glaube, das ist polnisch eher, ne? Das ist, glaube ich, eher polnisch oder russisch. Nee, ungarisch ist es nicht. Ausgesprochen. Das war schmeckt auf jeden Fall auch gut, ist auch mit Paprika, finde ich jedenfalls. Mit rotem Paprika, mit Pulver. Genau. Ah, okay. In den Urlaub geht es am liebsten? Häufig nach Portugal. Das ist ein sehr schönes Land, sehr gelassene Menschen. Bis Dezember kann man ins Wasser gehen und ich kann die Sprache durch die Zeit in Brasilien. Klasse. Sie können viele Sprachen, ne? Ich glaube, ich habe es gelesen. Da war ich, sechs. Das war dabei, ja. Aber wenn man ungarische Herkunft ist, dann muss man welche haben, sonst verhungerst du. Eine letzte Frage. Zu einem perfekten Tag oder einem perfekten Wochenende gehört für Sie? Ach, die Selbstbestimmtheit. Also Terminlosigkeit ist für mich der größte Luxus. Das ist die Perfektion. Und dann innerhalb von Minuten und Sekunden entscheiden, was als nächstes passiert ist. Das ist Perfektion. Kann ich gut verstehen. Danke, dass Sie sich unseren Fragen, unserem kleinen Verhör gestellt haben. Gerne. Super. Ja, ich glaube, da war eine Menge Interessantes bei. Wir wollen langsam den Bogen spannen zum Sportlichen oder zur Alemannia, um die es ja heute gehen soll. Ich habe mir gedacht, wir fangen vielleicht vorne an. Sie haben für das ZDF ja auch Spiele im DFB-Pokal kommentiert. Nehmen Sie uns vielleicht mal mit, wie läuft so ein Abend als Fußballkommentator eigentlich ab? Nein, Pokalspiele sind ja, früher war das auch sogar noch cooler, weil oft, also in den ersten Runden kleinere Mannschaften gegen größere gespielt haben. Man hatte immer persönliche Termine mit den Trainern gehabt. Der Spieltag besteht im Grunde genommen daraus, dass man zwei Termine macht mit Trainer A und Trainer B, um jetzt mal auf Alemannia zu kommen. Bei diesem Spiel vor 20 Jahren war ich im Hotel der Alemannia. Jörg Berger war Trainer. Bei Alemannia Aachen und Ottmar Hitzfeld beim FC Bayern. Klare Situation eigentlich, typischer Pokal, Außenseiter gegen Favorit. Ich weiß gar nicht, in welche Liga Aachen war, 2004, war das die zweite, meine ich? Zweite, genau. Ja. Trotzdem, aber im Grunde genommen sind es
zwei Ligen Unterschied, wenn der Bayern, wenn Bayern München der Gegner ist. Und das war vor 20 Jahren, damals war mein Ablauf schon so ähnlich wie gegen Ende. Also außer den, weil später die Gespräche, die wurden noch immer kürzer gehalten durch die Kommerzialisierung. Dadurch, dass sie mit so vielen Sendern arbeiten müssen, die Trainer, gab es nur kurze Telefonate. Also diese Termine entfielen dann irgendwann mal. Dennoch ist das Bemühen da gewesen, immer einige Stunden komplett wegzukommen vom Fußball. Das heißt also, 2-3 Stunden mal ein Buch lesen oder einen Film gucken oder spazieren gehen, um abends den Akku wieder hochzufahren. Das heißt also, die Arbeit, wie bei einem guten Trainer, die Arbeit muss am Samstag oder wann auch immer das Spiel ist, getan sein. Ja, du kannst nicht am Samstag erst anfangen, deine Taktik dir zu überlegen, die muss stehen. Und die Reportage oder die Gedanken, die Grundstrukturen im Kopf, die müssen stehen. Und die Distanz ist dann relativ wichtig, um dann nicht völlig überladen und müde ins Stadion zu kommen und dann keine Lust mehr zu haben, wenn das Spiel beginnt. Und da genau, da muss man versuchen, richtig Bock zu haben auf die Begegnung. So läuft ungefähr ein Tag. Also Trainergespräche, Nickerchen, spazieren gehen, lesen, Fußball. Waren Sie dann in Aachen spazieren? Also haben Sie auch die Stadt angeguckt oder ist das eher so was? Ja, war ich. Ich hatte auch Freunde da in so einem Stadtteil, das hieß, weißt du, Corneli Münster, gibt's das bei euch? So, ja, ja. Genau, da war ich, da habe ich jemanden besucht. Und ja, ich war auch drüben in Maastricht, glaube ich, Kaffee kaufen, der war ziemlich günstig damals. Hm. Ja, wir haben ja in Holland Kaffee gekauft, also nur Kaffee wohlgemerkt. Ne? Der Unterschied ist nicht mehr so groß, es ist immer noch ein bisschen günstiger, okay. Auch manchmal in Holland. Ja, Maastricht fand ich auch schon. Also warum die Ecke? Ich finde so ein Dreiländereck, generell so Dreiländerecks finde ich immer cool, von den unterschiedlichen kulturellen Einflüssen. Gilt auch für den Freiburger Raum, da mit Frankreich, Schweiz, für euren Raum, da mit Belgien und den Niederlanden. Ich finde es immer gut, weil das ein bisschen befruchtend ist. Nicht so, absolut. Man ist nicht so in seiner eigenen Welt nur. Mhm. Total. Ich fand das ganz spannend zu hören, weil mir war das jetzt gar nicht klar, ob man als Kommentator überhaupt live vor Ort ist. Ich meine, heutzutage ist das ja alles auch eine andere Welt hier. Ausschließlich ja. Live vor Ort. Ich habe also vom Monitor habe ich noch nie in meinem ganzen Leben ein Spiel kommentiert. Außer mal bei Olympia Zusammenfassungen oder so Einblendungen oder Hockey habe ich ja viel gemacht bei Olympia. Das haben wir ab und zu vom Bildschirm gemacht. Aber sonst immer Stadion, das war Prinzip. Und das merkst du auch. Also sag mal so, ich merke das. Ich merke an manchen bedauernswerten Kollegen, dass sie nicht im Stadion sind, die wieder nicht die Auswechslungen nicht auf die Kette kriegen, die gelben Karten nicht, können sie gar nicht. Die sind abhängig vom Bildschnitt eines fremden Regisseurs. Und also ich höre sofort, wenn die nicht da sind. Sie haben jetzt gerade eben schon angesprochen, dass Sie schon Erfahrung mit der Alemannia gemacht haben, lange bevor Sie selbst kommentiert haben. Was war denn Ihre erste Verbindung zum Tivoli oder was verbinden Sie mit dem alten Tivoli? Ich war, also in der Tat war ich zum ersten Mal auf dem alten Tivoli bei diesem Pokalspiel vor 20 Jahren, was die Alemannia gewonnen hat. Ich kann mich erinnern an einen sensationellen Linksschuss von Stefan Blank, der war früher bei Werder Bremen, der ein unglaubliches Tor, der Oliver Kahn staunt noch heute über diesen Schuss, dann eine total euphorische Stimmung. Erik Meyer hat dann kurz vor Schluss das 2-1 gemacht. Der wohnt ja, glaube ich, heute noch in Maastricht. Also im Grunde genommen ist er ja fast immer noch so halb Aachener. Also diese Emotionen in diesem Stadion, die Leute rüttelten immer an dem Käfig herum und dann hatte ich noch eine Situation, da hat Klopp, glaube ich, mit Mainz da gespielt als Trainer. Das war aber, glaube ich, später. Und hat durch eine Niederlage dort, ich glaube, sagen wir so, die Aufstiegschance, die sind noch nicht aufgestiegen dann in dem Jahr, in Aachen mit oder weniger verspielt. Ne? Und das war sehr laut und mit Spuckerei verbunden und Schreierei. Und Klopp braucht nicht viele Emotionen, um selbst aus dem Sattel zu gehen. Da war ich auch da für so einen Nachbericht, war ich im Innenraum. Und das war so die Begegnung. Und leider, ich habe international auch, als Aachen im Pokalfinale stand, durfte ja der Verlierer dann international spielen. Das hat sich ja geändert. Und da haben die UEFA Cup gespielt und leider aber in Köln. Es ist nichts gegen Köln, aber da war Hecking Trainer und Jörg Schmadtke war Sportdirektor. Und das war gegen OSC Lille, habe ich ein Spiel gemacht von Alemannia Aachen in Müngersdorf. Aber das fand ich schade, weil
ist immer doof für eine Mannschaft, wenn die aus ihrem eigenen Kiez da rausgerissen wird, aber offenbar war der neue Tivoli noch nicht fertig und der alte war international entsprechend möglicherweise nicht zugelassen. Ja? Ja, die Zuschauer können uns gerade nicht sehen. Ich kriege den Mund eigentlich nicht mehr ganz zu davon, was Sie alles noch für Daten und Namen gerade parat haben. Also ich kenne das auch alles von Alemannia, aber wenn Sie mich jetzt nach der Geschichte von Mainz fragen würden, dann wird es schon dünn werden. Sie haben jetzt den Namen Erik Meier schon einmal in den Mund genommen. Vielleicht für Sie als Info, mit dem haben wir vergangene Woche auch schon einmal über das Spiel gesprochen und das Ganze einmal rekapituliert. Und der hat uns im Gespräch nochmal en Detail den Zustand der Gästekabine am alten Tivoli ein bisschen mitgenommen. Die kleinen Gänge, den Schimmel an den Wänden, nur zwei überdachte Tribünen am alten Tivoli. Wie ist denn die Kommentatorenkabine am alten Tivoli gewesen? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Kabine, es wird immer von Kommentatorenkabine gesprochen. Wir sitzen nie, also fast nie in einer Kabine, außer früher im alten Ostblock. Da gab es Kabinen, wo die Scheiben nicht sauber waren. Wir sitzen immer im Freien, um die Bindung zum Spiel zu haben. Ob bei minus 20 Grad oder plus 40, aber es war ja abends, es war Februar, es war kalt, warme Jacke an, lange Skiunterwäsche und draußen. Also im Grunde genommen waren wir, das waren in so kleineren Stadien musste immer unsere Produktion improvisieren. Das war so ein Provisorium, da war da irgendwie so ein Tisch hingebaut, da mussten ein paar Zuschauerplätze dafür auch geopfert werden. Und links und rechts und vor uns waren die Aachener Fans. Und zwar in Hülle und Fülle. Und nicht nur die Aachener Fans, auch andere Fans neigen dazu, bei emotionalen Spielen, und da kann auch ein Einwurf sein, in der Schlussphase alle aufzuspringen. Das heißt also, ich musste sehr viel vom Monitor kommentieren, weil mir die Sicht ja oft verbaut war durch hochspringende Zuschauer. Aber wir waren mittendrin, mitten im Volk. Sie haben jetzt die Stimmung am alten Tivoli schon angesprochen. Ich, also der 4.2. vielleicht für den Kontext, ich war damals 2 oder ich bin an dem Tag 2 geworden. Dementsprechend halten sich meine Erinnerungen an den Abend tatsächlich in Grenzen. Aber als fußballverrückter 10-Jähriger habe ich, glaube ich, kein Video so oft geklickt wie die Spielzusammenfassung von dem Spiel. Oder auch 2006, das haben Sie auch kommentiert, da hat die Alemannia Bayern ja nochmal aus dem besiegt zumindest. 4-2. Und sie halten genau, richtig. Und Sie halten in beiden Videos immer so ein bisschen inne. Und was war denn so besonders an der Stimmung am alten Tivoli? Ich meine, Sie haben ja auch aus anderen traditionsreichen Stadien kommentiert. Was hat den alten Tivoli nochmal vielleicht von den anderen Stadien abgegrenzt? Ja, das Wort ist gerade gefallen, die Tradition. Ich mache auch gern privat so Touren. Ich war jetzt zum Beispiel jetzt um meinen Geburtstag herum, habe ich eine Tour gemacht durch England und Schottland. War in Aberdeen mit Eintracht Frankfurt. Die schaue mir auch gern so zweite Liga in Großbritannien an, so Millwall und sowas, so und so Clubs, die gerade hoch sind, jetzt wie Luton Town und sowas. Das finde ich immer großartig, weil das atmet ja noch so ein bisschen Geschichte. Und das ist auch, wenn neue Projekte gestartet werden, werden irgendwelche Stadien auf irgendwelche Wiesen gestellt, auf irgendwelche Baumarktparkplätzen. Tivoli ist einfach mittendrin und gehört einfach zur Stadt. Und das ist das, was solche Clubs und aber solche Vereine auch ausmacht. Die Stimmung ist in England aber schon auch irgendwie anders, ne? Also wenn ich mir heute Spiele angucke, habe ich auch das Gefühl, da kann es, wenn es das Spiel jetzt gerade hergibt, auch mal 10 Minuten ruhig sein im Stadion. Und der britische Fan ist ja auch situativer. Also bei uns gibt es ein Dauergesänge und Dauergedudel, die gehen hoch, wenn was passiert. Das ist schon ein Unterschied im Verhalten an sich. Richtig ist, dass die Gesamtstimmung in der Premier League bei Clubs, die in Staatsbesitz sind oder bei Investoren geführten Clubs anders ist. Also ich empfehle da wirklich die zweite Liga, also die Championship. Da sind noch bezahlbare Tickets in Ipswich, in West Brom, in was weiß ich wo, Sheffield Wednesday. Und da ist die Stimmung auch besser als in der Premier League. Also ich würde privat die zweite englische Liga als Fan eher der ersten vorziehen. Weil mir das Publikum bei Manchester City zum Beispiel oder bei Arsenal zu... Liverpool ist ein bisschen anders, es hat ein Eigenleben, aber sonst ist etwas zu operettenhaft ist. Gibt ja auch nicht wenige, die das von Deutschland behaupten, dass die zweite Liga mittlerweile attraktiver ist als die erste. Von den Namen, ja. Ja, Hertha, Schalke, um einige Namen zu nennen.
Aber gut, aber aber Heidenheim und Darmstadt können ja nichts dafür, dass Hertha und Schalke nichts auf die Reihe kriegen. Das kann man denen ja nicht vorwerfen. Absolut nicht. kommen wir zurück zum Spiel. Also Sie haben gerade eben schon den Treffer angesprochen, Stefan Lang. Ich habe das noch total im Ohr. Sie waren, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht, dass der Ball aus ja, gut 30 Metern dann reingeflogen ist. Ja, der war sehr weit, ja. Genau. Haben Sie da zu dem Zeitpunkt schon gedacht, da liegt irgendwie ein Hauch von Sensation in der Luft, oder haben Sie gedacht, das drehen die Bayern auch noch mit drei Mann weniger? Das ganze Spiel hat so eine Sensations-Odeur, Geruch gehabt, die ganze Zeit. Die Fans sind abgegangen, die Mannschaft war komplett euphorisiert. Uns war relativ schon vor der Führung klar, dass hier ein Wunder drin ist. Und im Grunde genommen, ich habe ja 1994 auch Vestenbergs Kreuth gegen Bayern kommentiert. Das war ja ein völlig unbekanntes fränkisches Dorf. Die haben die Bayern auch ausgeschmissen. Also im Pokal muss man damit auch rechnen, dass sowas passiert. Da gibt es keine großen Bayern München, so kleine Alemannia Aachen. Da gibt es wirklich um das Momentum. Und das hat man schon gespürt, auch vor dem Tor von Stefan Blank. Da fiel ja dann Ausgleich nachher durch Michael Ballack was. Genau. Und Meier war dann später der Siegdurchschnitt zur 86. rum. Passte eigentlich gar nicht zum Spielverlauf, ne? Ja, passte eigentlich gar nicht. Aber es wurde ja wenig nachgespielt. Inzwischen haben wir ja Nachspielzeiten. Mhm. Ja, das ist ein Drittel einer normalen Halbzeit von früher. 86. war früher spät. Ja, ja. Erik Meier hat uns vor ein paar Tagen im Podcast erzählt, dass damals der Trainer Jörg Berger in der Halbzeit den Druck so ein bisschen von der Mannschaft genommen hat. Wie haben Sie die zweite Halbzeit erlebt? Och, also man muss natürlich als Reporter immer versuchen, einen objektiven Anschein zu wagen, aber das geht nicht immer. Also wenn klein gegen groß die Chance auf einen Triumph hat, dann klingt das zwischen den Zeilen schon durch. Ja, also man klar, und das verstehen die großen Teams auch, dass man da mit den Kleinen hält. Und es war schon so, dass wir, es war schon, ich glaube, ein ziemlich kalter Abend. Also meine einzige Hoffnung war, dass irgendwas in den 90 Minuten passiert, Verlängerung, dann hätte man noch einen Tee trinken müssen, noch einen Tee und noch einen Tee. Es war schon sehr kalt. Also wir haben ja keine Kabinen, wie ich erwähnt habe. Ja. Also irgendwann ist auch mal gut. Ja, aber ja, das kann beim Pokal immer passieren. Genau. Ja, in der 80. Jahr dann der Siegtreffer durch Erik Meier. Für ihn war das ein besonders emotionaler Abend auch. Sein Vater hatte ein paar Tage vorher einen Herzinfarkt. 10 Minuten später, war dann Schluss. Mit welchem Gefühl haben Sie an dem Abend die Kopfhörer abgenommen? Beschäftigt Sie sowas dann noch ein bisschen länger darüber hinaus an so einem Abend? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja so ein Typ Tagesgeschäftsmensch. Mhm. Also ich schaue mich auch die Reportagen nicht mehr hinterher an. Das spürt man ja, ob die was so war oder nichts war. Das ist dann, haben wir eine Nachbesprechung, zwei, drei Pilz und Hotel und dann nächstes Tag nach Hause. Also das geht dann zu schnell. Dann hat man schon wieder ein Bundesligaspiel am nächsten Samstag oder die nächste Runde, keine Ahnung. Mhm. Das hängt einem dann nicht mehr lange nach, nein. Also es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit allem, was vorher war. Ich gucke immer nach, was kommen wird. Mhm. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich glaube, als Alemannia-Fan kann man sich gar nicht oft genug an diesen Abend erinnern. Aber Sie haben es gerade eben ja schon angesprochen, mit dem Sieg war es ja noch nicht getan. Werfen wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Zeit danach. Sie haben gerade eben schon angesprochen, UEFA-Pokal für die Teilnahme des Finale. Haben Sie die Spiele auch kommentiert gegen Gladbach und gegen Werder Bremen? Nein, das habe ich nicht kommentiert. Nur gesehen. Also verfolgt haben Sie es schon? Verfolgt habe ich. Ich verfolge Pokal-Endspiele generell. Jetzt wahrscheinlich auch. Ja. Jetzt ist ganz interessant, diese Tage gibt es auch schöne Spiele. Leverkusen, Stuttgart, Saarbrücken, Gladbach. Das ist auch wieder so ein schönes Sensationspotenzial. Ich weiß nicht, wenn ihr das ausstrahlt, vor oder nach dem Spiel auf jeden Fall. Saarbrücken gegen Gladbach ist auch so ein Feinschmecker-Spiel. Ja. Ja, beim Spiel Saarbrücken gegen Bayern hatte ich auch so ein bisschen es sind ähnliche Gefühle aufgekommen. Déjà-vu. Wenn man auf das kleine Stadion Saarbrücken. Ja, total. Sie haben es, oder wir haben es. Es ist auch verdient gegen Bayern oder gegen Frankfurt, ist ja mein Team, hochverdient sogar. Die haben zwei Bundesligisten schon rausgefegt. Sie haben es gerade angesprochen, wie kommt man, wie Frankfurt? Also Sie kommen ja, Sie sind viel rumgekommen, aber. Ja, aber. In der Gegend, wie mein Vater so mit 10, 11 Jahren, waren wir im Waldstadion immer. Jürgen Grabowski war mein Held, Bernd Hölzenbein,
ein Zahnarzt im Tor im schwarzen Rollkragen, Dr. Peter Kunter und Erich Ribbeck war Trainer damals. Also ja, das war halt so, keine Ahnung, man, der Verein läuft einem ja entgegen und nicht umgekehrt, ne? Total. Immer so. ja, mit dem Sieg oder beziehungsweise auch mit der Zeit danach wurde ja die eigentlich erfolgreichste Zeit in der jüngeren Vereinsgeschichte für Alemannia auch eingeläutet. Der Aufstieg in die Bundesliga 2006, die UEFA-Pokalteilnahme. 2009 dann der Umzug in den neuen Tivoli. Sie haben es ja gerade eben gesagt, Sie denken da, also Sie teilen da ein bisschen in alte und neue Alemannia ein. Wie aktiv haben Sie das damals mitbekommen, dass Alemannia in ein neues Stadion zieht oder da was Neues anbricht? Ich habe das natürlich verfolgt, ohne vor Ort gewesen zu sein, und habe auch mitgekriegt, dass man sich ein bisschen überfressen hat mit diesem neuen Stadion, weil es zeitgleich auch sportlich runterging. Es war ähnlich bei uns in der Region mit Kickers Offenbar. Die haben ja ein riesen Traditions super Stadion und kommen aus der vierten Liga nicht raus. Ja, und also es war so eine Diskrepanz zwischen sportlichem Alltag und dem Tempel, jetzt mal übertrieben, den man da gebaut hat, und entsprechende finanziellen Möglichkeiten. Da gab es doch irgendwelche Menschen mit irgendwelchen komischen Koffern, die irgendwelche Geldbeträge haben, sonst von A nach B geschafft. So Details weiß ich nicht mehr, aber es wirkte alles nicht so seriös, sage ich mal, auf Anhieb, was man da so hören und lesen konnte. Also aus der Ferne hat man das Gefühl gehabt, da überfrisst sich gerade ein Verein an sich selbst. Deshalb wäre es umso schöner, wenn ja das wenigstens mal dritte Liga wäre für Alemannia. Das würde mich freuen, weil da wieder mal ein Name ist, der klangvoll ist, der auch Zuschauer zieht, der auch auswärts Zuschauer zieht. Das wäre ganz schön. Aber man muss sich das immer sehr genau überlegen, welche Projekte man einsteigt, ohne ein sportliches und finanzielles Fundament zu haben. Nur weil es schön ist zu bauen, ich kaufe mir auch keine Yacht und einen Flügel von Schloss Versailles, weil das wäre Unsinn, weil dann bist du pleite. Ja, für diese Klüngeleien. Muss immer nur Geld für nervig da sein. Ja, gerade für diese Klüngeleien haben wir in Aachen so ein eigenes Wort. Wir sprechen immer ganz gerne vom Klömmchensclub. Irgendwas ist immer. Ja. Haben Sie denn dann nochmal am neuen Tivoli kommentiert? Also waren Sie da mal vor Ort? Nein, da war ich nicht. Ich war einmal privat bei irgendeinem Spiel da, aber weil ich da in der Nähe zu tun hatte. Aber also gearbeitet habe ich da nie, im Neuen, nur im Alten. Ja, mit dem neuen Stadion sollte ja die neue Ära eingeläutet werden. Es folgte dann aber der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, Regionalliga, zweimal Insolvenz. Letzte Woche haben wir im Podcast auch nochmal über die Jahre danach gesprochen, irgendwo so zwischen Platz 5 und 10. So Bedeutungslosigkeit ein Stück weit. Eine Zeit, in der hier am Tivoli, aber auch in Deutschland allgemein, viele dem Fußball so langsam den Rücken gekehrt haben. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Wie blicken Sie auf die aktuelle Entwicklung im Fußball? Dem Rücken gekehrt hat man natürlich auch wegen sportlicher Misserfolge, ne? Aber mich macht global eher was anderes besorgt, diese Entwicklung in Richtung Saudi-Arabien und sowas. Mhm. Wenn da einer mit 38 hingeht und seine Karriere ausklingen lässt, von mir aus, aber wenn einer mit Mitte 20 eine Nationalmannschaftskarriere aufs Spiel setzt, um in Saudi-Arabien Geld zu verdienen, dann hat er diese Sportart nie geliebt. Und wer seine Sportart nie geliebt hat, der wird auch nie ein richtig guter Profi. Weil alle, die irgendwann mal gut sind, haben ja aus Spaß und aus Freude angefangen damit. Und wenn es nur noch um die Asche geht, dann ist die Sportart gefährdet. Die Super League-Sache ist immer noch nicht erledigt für mich. Der Real Madrid und viele andere, die baggern ja immer noch weiter und versuchen das immer noch durch die Hintertür einzuführen. Die Bundesliga und auch die Verantwortlichen, die wehren sich ganz tapfer. Ich weiß nicht genau, wie lange sie es durchhalten. Diese Abwehrhaltung, irgendwann umarmt sich die Kohle und sagt, die können nicht anders, sonst landen wir da sonst wohin in der Bedeutungslosigkeit. Also der sportliche Wettbewerb, sagen wir mal, ist in Gefahr irgendwann mal. Mhm. Das ist meine Sorge. Und vielleicht aber ich bin jetzt nur noch Beobachter aus der. Naja, aber Sie haben natürlich viel Einblick. Ja. Viele Fans fühlen sich ja nicht mehr so wertgeschätzt. Vielleicht auch dann vor kurzem der Beschluss, dass die DFL Anteile an einen Investor verkauft. Auch steigende Ticketpreise. Die Nationalmannschaft, die löst auch nicht mehr die Emotionen aus wie noch vor 10 Jahren.
Denken Sie auch, dass sich der Fußball vielleicht ein bisschen von den Fans entfremdet oder entfremdet hat? Ich finde, wir sind in Deutschland ein bisschen zu kritisch mit uns selbst. Also ich bin europaweit unterwegs. Die Ticketspreise sind im europäischen Vergleich relativ in Ordnung. Also ich glaube, die teuerste Karte beim Sitzplatz bei den Bayern kostet aber ein normaler Platz so 60, 70 Euro. Da kriegst du in England mit Mühe und Not einen Stehplatz oder war ich eigentlich nicht mal ein Ticket. Das ist schon klar teuer, aber im Vergleich ist das noch in Ordnung. Generell, dass die DFL einen Investor nach eigener, ich bin ja generell nicht gegen Investoren, da muss man die prüfen und kontrollieren und die müssen passen. Also man, ein bisschen muss man schon mithalten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Man darf nicht Investoren Tür und Tor öffnen, aber wenn eine Kontrollinstanz in der DFL das überprüft, ob das jetzt praktisch passt, dann ist das ein denkbares Modell. Ja, und ich verstehe die Fans auch, aber ich kann mich nur erinnern, dass die feiern sich auch manchmal auch zu sehr selber ab, muss ich schon mal sagen. Also es gab zum Beispiel damals diese Proteste gegen die Montagsspiele. Ja, dann hat die DFL diese Montagsspiele abgeschafft. Nur muss man die Saison ja noch fertig spielen und die nächste auch noch. Es wurde immer nur gegen die Montagsspiele demonstriert, da wurden Tennisbälle geworfen. Obwohl, das hatten wir jetzt über Hertha auch. Ja, obwohl der Beschluss klar war, es werden keine Montagsspiele mehr stattfinden. Also gegen was protestiere ich? Also ich will mich weiter dann zelebrieren als Fan nach dem Motto, guck mal, ich habe es euch gesagt und wir sind immer noch dagegen, obwohl wir unsere Wünsche schon durchgesetzt haben. Und man kann mal ein bisschen Vernunft walten lassen manchmal. Aber das ist eine Meinung eines alten Mannes. Ja, ich meine, wir haben mit Investoren haben wir auch gerade in der Regionalliga hier auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke dann Vereine wie Nürdingen, die mit einem, jahrelang mit um den Aufstieg gespielt haben, jetzt auch. Deshalb würde ich es auch keinen dieses nicht den Vereinen überlassen, sondern so viel Vertrauen in die Dachverbände haben, dass die praktisch so eine Art Vorauswahl treffen oder Führungszeugnis, so eine Checkliste, kommt der in Frage, der Investor, oder kommt der nicht in Frage, ja, du kannst ja auch nicht irgendwelche dubiosen Waffenhändler nehmen oder sonstige Halbverbrecher, da muss ich schon schauen, wer dahinter steckt und das kann ja nur eine Institution machen, weil der Verein, also je nach Investor, der greift dann schon zu, wenn er am Grund steht. Wir sind immer noch ein Alemannia-Podcast und ich denke gerade daran, ob Alemannia nicht eigentlich auch ein ganz guter Gegenentwurf dafür ist, um zu zeigen, dass es ja auch ohne Investor geht. Also ich meine, man hat hier aktuell vor der Saison oder auch vor 2 Jahren mit dem Fastabstieg eine neue Energie freigesetzt. Es kommen mittlerweile wieder ziemlich viele Fans. Ich habe es gerade eben schon gesagt, 15.000 werden jetzt allein jetzt schon an einem Mittwoch, wo wir aufzeichnen, erwartet und es geht Richtung 20.000 oder mehr. Zeigt es, dass eigentlich auch Tradition auch ein Weg ist, dass auch ohne Investor weiter, dass es eine Möglichkeit ist, im Profifußball zu bestehen? Durchaus, aber irgendwann wechselt der Vorstand und dann sieht er das dann wieder anders, der Nächste. Also das müsste schon fast schon in die Satzung rein oder sowas, dass er nicht jeder macht, was er will. Ja, also ist es schon ein Weg, aber den man auch weitergeben muss, wenn andere handelnde Personen an der Macht sind. Also darf nicht nur von kurzfristig abhängig sein von der Führung. Ja, dem schließe ich mich an. Ich würde vielleicht Sie noch zum Abschluss fragen, braucht der Profifußball dann Vereine wie Alemannia oder Spiele wie auch das vor 20 Jahren, um auch in Zukunft wieder jung und alt zu begeistern? Ich glaube schon. Ich habe ein schönes Beispiel war ja immer, dass weil Sie sagen, Sie waren ja selbst nur 2 Jahre alt, als diese großen Spiele waren von Alemannia Aachen, aber die haben sich nochmal angeschaut, weil ihnen was wert ist. Der erste FC Nürnberg hat früher so einen komischen Namen gehabt für sein Stadion, für irgendeine Bank oder was. Und die Fans wollten das als Max-Morlock-Stadion haben. Die haben ihn nie spielen sehen. Der war Weltmeister 1954 vom ersten FC Nürnberg. Das Stadion heißt jetzt Max-Morlock-Stadion. Und das haben 20-Jährige, 30-Jährige, durchgesetzt in Nürnberg. Also offenbar gibt es dieses Bewusstsein auch bei, Gott sei Dank, bei Menschen, die diese Zeit ja gar nicht erlebt haben, sondern nur von Erzählungen. Aber offenbar ist das so stark im Fantum verankert, dass das wichtig ist für die Zukunft. Insofern
Insofern argumentiere ich bewusst aus den Augen von jungen Menschen und nicht aus, aus meinen über 60-jährigen Augen, weil es dann auch glaubwürdiger ist. In Aachen ist das vielleicht der Dame Werner Fuchs, ne? Ja, klar. Den auch alle Jungen kennen, die den vielleicht gar nicht mehr kennengelernt haben. Genau, genau. Bruder von Fritz Fuchs, glaube ich, bevor er lauter war. Ja, ja, ich kann auch als aus Sicht des jungen Fans dann argumentieren, ich meine, die Großteil der Alemannia habe ich erlebt in Spielen gegen Wiedenbrück mit 5000 Zuschauern hier am neuen Tivoli. Genau. Ich sag mal, da braucht man diese alten Videos auch, um an bessere Zeiten zu denken. Aber man ist aus irgendeinem Grund zunächst mal hingegangen, weil da irgendwas in der Atmosphäre vibriert, was einen dazu bewegt, dahin zu gehen. Man könnte ja auch ein paar Kilometer weiterfahren nach Mönchengladbach, da sieht man Bundesliga. Aber nein, man geht dann zu Aachen gegen Wiedenbrück. Also warum? Darum. Genau. Also Gladbach kommt hier nicht in Frage. Okay, das war nur so ein geografisches Beispiel. Oder zur holländischen Liga nach Maastricht. Oder was gibt es denn noch in der Nähe? Oder Kerl gerade. Köln ist auch nicht so weit. Ja. Schon besser. Ja, A4 runter. Ja. Herr Resi, Ihre Stimme kennt ja fast jede und jeder in Deutschland. Auch in den Nachbarländern sogar. Haben Sie eigentlich eine klassische Sprecherausbildung? Nö. Nee. Das ist einfach, das gab es damals nicht. Wir sind alles Rock'n'Roller, rein ins tiefe Wasser, schwimmen oder ertrinken. Also ja, nee, haben wir, ging so. Haben Sie denn Tipps vielleicht für angehende Kommentatorinnen, Kommentatoren, die vielleicht in Ihre Fußstapfen treten möchten oder die vielleicht auch schon kommentieren? Das Wichtigste im Grunde genommen ist, dass man sich nicht wichtiger nimmt als das Ereignis selbst. Also wenn das Ereignis stark genug ist, braucht man uns gar nicht. Da muss man, das ist wie so ein Salat, wo du ein bisschen Öl nachgießen musst. Und zwar gutes Olivenöl möglichst. Mhm. Das reicht. Das Ereignis dominiert. Das ist, du bist nur deshalb an dem Platz, weil das Ereignis stattfindet und nicht umgekehrt. Das muss man sich bewusst machen. Und man kann Drucksituationen live am besten abfedern, indem man schon mal ein Buch gelesen hat. Also wenn man aus Sätzen rauskommt, wenn der liebe Gott nicht angefleht werden muss, gib mir ein Verb, ich komme aus diesem Satz nicht raus. Das Potenzial der Sprache, unser Handwerk, ist nur erlernbar, wenn man nicht nur 12 Sekunden lange TikTok-Videos sich anguckt oder irgendwo mal sich auch mal der Literatur oder einem guten Text mal widmet. Das ist kein gezieltes Lernen, aber das prägt und bleibt im Hinterkopf. Und in der Notsituation, wenn alle Fälle davon schwimmen, weil es ja alles live, dann hilft einem schon dieses Basiswissen der Sprache, um durchzukommen. Und man kommt immer irgendwie durch, wenn man dreimal mehr als Mickey Mouse Heft gelesen. Sie haben das auf jeden Fall immer unter Beweis gestellt. Da kann ich mich auch an ganz viele Spiele erinnern, wo mir Ihre Stimme auch einfach immer noch im Ohr ist. Gibt es vielleicht auch Fehler, die Sie mal persönlich gemacht haben, vor denen Sie junge Menschen bewahren wollen würden, wenn Sie nochmal neu anfangen würden und sagen, passt damit auf, oder bereuen Sie vielleicht irgendwas, was Sie mal... Man soll sich nicht selber googeln, weil also das ist immer so, dass ist auch, sag mal so, die Kritiken sind ja nicht immer fair und objektiv, und manchmal gibt es Menschen mit dünnerer Haut, die das auch aus der Bahn wirft, mich nicht, mir ist das völlig egal, weil ich das nicht persönlich nehme, aber man sollte bei sich selbst bleiben, man sollte vor allem noch keine Vorbilder haben, also keine anderen Kollegen kopieren, weil eine Live-Übertragung oder eine Live-Performance ist immer auch ein bisschen Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, und wenn man Persönlichkeiten von anderen Menschen kopiert, dann muss man entweder ein sehr guter Schauspieler sein, wer ist das schon von uns, also einfach bei sich bleiben, auch mit allen Macken, auch mit allen Fehlern, und die alten Kollegen haben mir gesagt, wenn du 50% der Leute erreichst, dann bist du ganz weit vorne. Ich habe sogar drüber gelegt, also es war gut. Sehr schön. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile, sind wir, glaube ich, am Ende dieser Folge angelangt. Sie waren auf jeden Fall heute mehr als nur ein Beilagensalat. Sie waren auf jeden Fall unser Hauptgang. Vielen Dank, Béla Réthy, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Das waren, glaube ich, sehr, sehr spannende Einblicke und auch für mich persönlich was ganz Besonderes, mit Ihnen reden zu dürfen. Für mich auch. Vielen Dank. Gerne. Und schöne Woche. Ne? Und viel Glück am Wochenende. Dankeschön. Gegen die Kleeblätter. Ja. Auf aachenerzeitung.de findet ihr noch viel mehr zur Alemannia, Podcasts, Analysen, den Live-Blog, zu jedem Spiel und dem nächsten Matchday-Podcast, übrigens auch schon diesen Freitag.
mit der Analyse von Johannes Gieber. Und wir sind dann nächsten Mittwoch wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bis bald. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Thank you.